ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! Star player looks like... Ah, he'll need to prove it on the field. If he finishes the game with all his teeth, then I'll call him a star player. Very nice stadium, Jim. They've been training non-stop for this match. Is this a fair fixture, Bob? One side is clearly more powerful than the other. You really are a whiny little bloodsucker sometimes, Jim. What's fair got to do with anything? Ja, huhu, hier wieder beim Quani und bei Blood Bowl 2. Wir spielen dagegen ein Ork-Team, was uns eigentlich vom Teamwert ziemlich unterlegen ist. Aber sie haben einen Starspieler, nämlich Ripper. Also zwei Trolle, wie ich das richtig gesehen habe. Das könnte böse enden. Orks are hard, brutal opponents, who can also handle the ball. You gotta be smarter or stronger. That's the way to beat the Greenskins. So, dann holen wir mal unsere defensive Aufstellung aufs Feld. Und... ja, läuft doch jetzt. Einstellung bestätigen. So, der Gegner steht wieder total dämlich in der Gegend rum. Vor allen Dingen einen Troll hier alleine zu lassen, ist schon ziemlich dämlich. Aber gut, ich beschwere mich ja gar nicht. Cartman kickt den Ball nach hinten. Okay, Gegner darf sich hier ein Feld bewegen. Ich schalte jetzt mal die Animation wieder um hier. Auf nur Touchdowns. Aber für das Intro ist es doch immer schöner, wenn man die Animation noch drin hat. Ah, der Lesrak. Steht da eigentlich hier vorne, ne? Jetzt der Frank vorne und der Loredas vorne. Ist der Lesrak? Der muss heute einen aufsteigen. Ich habe das so im Blut. Ja, zwei Starspielerpunkte fehlen ihm noch. That's it. Pick up the ball. Apparently it's more difficult than it seems. Okay. Schieben. With fists flailing, he's following up, hoping to get the knockdown next time. What are they slapping each other with? Dead fish? Put some force behind those punches! Okay, der Bero kriegt's vom Starspieler ordentlich auf die Mütze. Gott sei Dank ist nichts passiert. Er schafft den Saublödwurf. Okay. Und lässt den Ballträger relativ frei stehen. Das gucken wir mal, ob wir ihn da bestrafen können. Wir machen mal hier den Blitz. Ja, sehr gut. Schieben ihn da mal ordentlich weg. Okay. Und mit zwei Go-For-Its kommt der Koani nämlich zum Ballträger hin. They rolled a one. Ah, komm schon, das ist ja immer am Anfang des Spiels sind die Fans nicht... Ah, wie oft ich eine 1 würfel bei diesem Spiel, ich glaube es nicht. Naja. Jetzt ist der Ball... im Käfig. Das Positive an diesem Spiel ist, der Gegner hat keine Gobos, deswegen kann man den Bero auch ohne Probleme aufstellen können. Ja. Der Blitz nach links. Ah. Gegner hat auch relativ viele Wiederholungswürfel, hat sich zwei extra Wiederholungswürfel gekauft. Aber das ist auch eigentlich das Beste, was man so machen kann mit dem Geld, was man kriegt. Fists either.
Okay, aber jetzt steht wenigstens ein schönes Ziel neben Blattskorpion. Okay. Starten wir damit, dass der Beru aufsteht und auch der Eloridas aufsteht. So. Versuchen den hier mal in die Seite zu hauen. Okay, läuft soweit. One more step and... Der Skoriminus ist frei. Dann stellt der sich jetzt mal hier hin. Und der Blattskorpion haut den mal hier. Okay. Somebody, please stop him. Blattskorpion ist, glaube ich, gegen die Orks auch ziemlich gut, weil er hat Klaue, ja. Das heißt, der reduziert die Rüstung der Gegner. Ist immer ganz gut. So. Hier gibt es noch einen Blitz vom Samu. Is the assist gonna be enough to come out on top? Und folgen. Läuft auch hier. So, Cartman unterstützt hier mal, damit wir hier noch einen Einserblock kriegen. Gegen den Blitzer. Oh, gut. Come on, guys. Clues in the title. Let's see some blood in Blood Bowl. Jetzt bin ich gespannt, aber wir stehen nicht besonders gut da. Aber wir haben einen Spieler neben dem Ball stehen. Ach, der hat unterstützt. One less obstacle for the ball carrier. Textbook. Da hat er. Schwarze. Wer hat denn hier unterstützen? Irgendeiner hat hier unterstützen. Der? Der hat unterstützen. Okay, ein Schwarzorg mit Blocken unterstützen ist schon hart. Generell ein Schwarzorg mit Block ist schon ziemlich beeindruckend. Keep pushing. Gefällt mir nicht, was hier links passiert. Ja, es hat sich gelohnt, für den Mischka ausweichen zu kaufen. Okay, Backfisch wird geschoben. Alles klar. Wir gehen hier rüber. Hauen dann diesen Schwarzorg zum x-ten Mal. So, wie sieht das hier aus? Hier würde ich gerne zu diesem Spieler dahin. Wir haben auch den Mischka in der Nähe. Das heißt, alles hängt von diesem Einserblock hier ab. Oh, der sieht ganz gut aus. Folgen. So, und jetzt können wir hier ausweichen und mit dem Mischka hier rauf. Der Mischka kann das nicht. Und wir haben einen Wiederholungswurf. Und der müsste passen. Neben den Troll. Oh, und sogar ein Casualty. Sehr gut. Ja, neben dem Troll liegt der Ball ganz in Ordnung. Da kann er nämlich genauso wenig mit anfangen wie wir. So, einmal hier hauen, bitte. So, jetzt haben wir hier noch einen Einserblock. Schieben. Bleiben. Und wir hauen nach hier.
Ah, der Blood Scorpion geht down. Und ist K.O. Das ist böse. Der arme Blood Scorpion. Aber hätte schlimmer kommen können in dieser Runde. So, zwei Trolle in der Nähe vom Ball. Das gefällt mir nicht. Schwarzer Otter steht auf. Ein Dreierblock gegen Beru, aber der Beru kriegt das hin. Der Ripper hat auch Stärke 6, oder? Ja. Ganz schön fies. So, jetzt will er sich den Ball holen. Not enough tackle zones on that ball. And now the opposing team has paid the price. Ja. Ist der Mino weg, ist das jetzt natürlich echt nicht gut. Go for it. Okay. Schafft er aber leider. Cartman wird nur geschubst, aber links Richtung Fans, das ist nicht so gut. Okay, und wir sind wieder dran. Alles klar. Komm, wir versuchen hier den Einser-Block. Läuft. Bleiben. Und da hat es sich schon gelohnt, der Plus 1 vom Bierstand. Verletzter Schwarzorg. Das läuft, würde ich sagen. So, hier haben wir jetzt einen... Wen haben wir hier? Den Beru. Beru mit Go for it ausweichen und dann hier rein tackeln. Das ist doch mal ein Plan. Schafft der Beru schon mal das Ausweichen und jetzt nur noch hier rein. Und perfekt. Super Beru. Und wir bleiben, wir gehen nicht weiter neben den Troll. Alles klar, dann können wir nämlich in Goffred noch buchen gehen. Wen haben wir denn hier hinten liegen? Den Koali. Den können wir hier weiter hinten. Alles klar. Hier hin. So. Cartman muss auch einen Einser-Block machen. Lass mal dabei. Der könnte gleich böse ausgehen für den Cartman. Das könnte sehr böse ausgehen. Noch ein Einser-Block. Weg vom Ball mit dir. So, der Ripper war der saublöd, der war nicht saublöd, ne? Das hatte ich glaube ich schon mal. Also Stärke 6 nicht saublöd. Der ist ein richtig guter Starspieler hier. Leider nur Gewandtheit 1, aber gut. Der ist zum Prügeln da. Und wer kriegt's ab? Der Illoridas. Gegen zwei Trolle. Aua, aua. Okay, wir werden auf den... Ne, wir werden neben den Ball geschubst, das ist klar. Ist, nein, der Cartman kriegt's jetzt voll einen um den Sack. Oh, aber nichts passiert. Puh. Was? Ein Schwarzorg gegen eine Tackle, gegen eine Tackle-Zone? Hebt er den Ball auf? Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar, würde ich sagen. Ist hier irgendeiner mit Unterstützen? Der hat keinen Unterstützen. Einser Block, come on. All this focus on the ball is against the spirit of the game. Give me more random violence. Läuft. Folgen. Headshot.
Nein, nicht zu... Oh nein, nicht zu dem. Nein, nicht zu dem. Nicht zu dem. Nee. Es liegt ja wieder in drei Ork-Tackle-Zonen. Verdammt. Der hat Block. Schade, schade. Meine Chaoskrieger verdingen sich ihr Geld jetzt gerade irgendwo, wo sie gar nicht so richtig gebraucht werden. So, einmal hier. Kuriminus. Den Schwarzorg würde ich gerne festsetzen hier. So. Der ist auch ein Schwarzorg und zwar auch mit Block. Das gibt einen Minusblock. Das gibt auch einen Minusblock, weil da ein Unterstützer noch steht. Komm schon. Schade. Aber jetzt steht der Troll da hinten zumindest so blöd in der Gegend rum, hoffe ich. Na? Nein, jetzt steht er nicht. Eieieiei, jetzt kommt der Troll dann noch nach vorne. Es sieht nicht besonders gut aus hier. Okay, eine Tackle-Zone. Richte den Ball nicht, sehr gut. Zwei Tackle-Zonen sogar. Jawohl. Und er kriegt den trotzdem ein. Scheiße, ey. Aber immerhin ein Turnover. Alles klar. Wie kriegen wir jetzt den Ballträger da wieder weg? Der hat hier 1 Milliarde Minus. Und die beiden sind getippt. Den da. Komm, Kuriminis, block mal den Troll. Dann haben wir einen 1er-Block, ne? Immer noch ein 2er-Minus. Weil hier irgendeiner mit Unterstützung bei steht. Nämlich der Troll. Na super. Okay, dann war das mit dem Kuriminus jetzt hier gerade eine ganz blöde Aktion. Okay, wie kriegen wir das hin? Der Ripper hat keinen Unterstützen. Das heißt, wir werden den Ripper blocken. Also die Tackle-Zone ist vom Ripper blocken. Und dann hier mit dem Samur reingehen. Get next to the ball carrier so you can block him. And if that doesn't work, stab him in the face. Folgen. It's a solid tactic. Mann, er kriegt den Ball jedes Mal. Das ist doch zum Kotzen, ist das doch. Ah, es ärgert mich. Es ärgert mich. Es ärgert mich echt. Der Beru kann da auch nicht raus ohne weiteres. Zum Kotzen ist das doch. Guck mal hier in das Backfield. Ich habe das Gefühl, dass wir den Backfisch da bald gebrauchen müssen. Hm. Da noch zwei Schwarzorks hier. So, zumindest einen auf dem Ballträger haben. Den hauen wir mal. Da passiert auch nicht viel. Very dumb. One of them should hit harder next time. Folgen. Okay. Ali hat Ausweichen. So, zwei Go for it. Violence, Jim. It's the only answer. Das ist schon mal ganz gut gegangen. So, hier Beru. Hau mal den Troll. The attacker has an assist. Ja, läuft. Überspringen. Und wir schieben den Troll mal weg, und zwar nach da, und bleiben hier stehen. That'll do, Player. That'll do. Okay. Zug beenden. So, das Einzige, was jetzt scheiße ist, ist, dass hier zwei Schwarzorks frei sind. Aber wir haben zwei Leute auf dem Ballträger, das ist ganz gut. Okay, der eine wird weggeblitzt. This formation gives them a safe progression.
It's gonna be hard to make him lose the ball. Ja, natürlich will ich ausweichen. And now the ball carrier is free to move. Nein, ist er nicht. Da steht noch eine Tackle-Zone drin. Bero wird auch weggeboxt. Okay, er muss ausweichen. Jawohl. Und jetzt kommt noch der Wiederholungswurf. Okay, er schafft den aus. Schade, schade. Gut, dass wir hier unten noch Backfisch haben. So blöd. Sehr gut, der verliert alle seine Tackle-Zonen. Alles klar. Gut. Wie kriegen wir das jetzt hin, dass der hier den Ball verliert? Kuriminus. Erstmal stehen wir hier wieder auf. Ist der nämlich schon mal geblockt hier. Backfisch kommt hier noch nicht ohne weiteres dran, oder? Hat allerdings keinen Block. Ich habe noch zwei Wiederholungswürfe. Mit Ausweichen ist 67%. Und hier brauche ich einen Go for it mit Backfisch, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich brauche einen Go for it. Das heißt, es ist auch nicht wahrscheinlicher als das mit dem Kuriminus. Okay. Kuriminus, alles zählt auf dich. Absolutely have to stop him. Jawohl. Or her. Whatever. It was time. Not far from the end zone. Natürlich fliegt der Ball wieder dahin, wo ich ihn überhaupt nicht gebrauchen kann. Naja. Ein Einser-Block mit Koali kann man aber machen. Wiederholungswurf. Sehr gut. Weg von dem Ball mit dem Schwarzorg. So, und jetzt haben wir nämlich den Mischka hier in der Nähe. Der kann nämlich jetzt den Ball aufnehmen und weglaufen. Und somit auf jeden Fall schon mal... Ja, vielleicht kriegt er sogar noch einen Touchdown hin, wenn ich weiterlaufe. Okay. Den hauen wir. Hier passiert wieder nichts. Okay, hier machen wir mal die Unterstützung nach oben bringen. Vielleicht können wir hier noch eine Casualty rausholen mit dem Frank. Leider nicht. Okay. Und hier, den können wir noch hauen. Der ist nämlich auch noch in der Lage, hier ein bisschen Trouble zu machen. Okay, der ist gelähmt. Sehr schön, beide gelähmt. Der müsste jetzt mit ausweichen, aber er hat keine Wiederholungswürfe mehr. Könnte sich ausgehen von Touchdown für den Mischka. Unity is strength. Fans are ravenous, and so am I. Just one. Okay, der Blitz ist schon mal verschwendet. This player should be brain transplanted. Sehr gut, der Ripper wird auch gehauen. Das ist der Touchdown. Oder? Ein Go for it und mit einem Wiederholungswurf. Den brauchen wir auch, Leute. Den brauchen wir. Und... Nein! Ach, Mann. So bitter. So bitter. So, none of the knocked out players seem to have awoken in time for the next down. That must be one heck of a dream they're having. Oh. Both of these teams are on the edge. This kick is crucial. Ach je, ach je, ach je. Engai ist auf dem Spielfeld.
Nee, 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 Engel, raus mit dir. Wenn der Blood Scorpion jetzt nicht auch nicht mitspielt, ist das natürlich auch extrem blöd. Können wir versuchen, hier den Troll ein bisschen zu hauen. Kuriminus. Mishka nach hinten. Plastiklöffel nach vorne. Der Plastiklöffel können wir noch hier stellen. Können wir den Kuriminus auf diese Seite ziehen. Okay, und so gehen wir ins Spiel. Leider ohne unser Mino. Wir bekommen einen extra Wiederholungswurf. Das ist doch schon mal eine ganz gute Sache. So, mal hier rüber. So. Loridas oder Frank. Ich hau mal mit Frank. They're gathering around that lone player, like halflings round a sandwich. Komm, und jetzt Casualty von dem Troll. Ach, schade, nicht. Mishka nimmt den Ball auf. Ah, good. He's got the ball. It's always embarrassing when they fumble that bit. Ne? It's another handoff. It's like past the parcel down there. All good, solid, if not spectacular play. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier haben wir jetzt einen Schwarzock, der gehauen werden will. Der hat auch Block. Die haben alle Block. Er heißt es doch zum Kotzen. Aha. Sehr gut, der Knochenbrecher hat mal was gebracht. Der Samur. War leider keine Casualty, aber immerhin ein Spieler weniger. Das ist schon mal ganz gut. Dann gehen wir einmal rüber. Und versuchen auch hier mal den Ball ein bisschen zu schützen. Wir haben noch ein... Ein Blitz. Und den würde ich gerne mit dem Cartman machen gegen den Blitzer hier. Ja, funktioniert. Sehr schön. Bleiben stehen. It looks rather like an old traditional spectacle in Estaria. I know this one. Toromania. Okay. Da sollte jetzt nicht viel passieren gegen den Ball. Immerhin wird er auch von einem Chaoskrieger getragen, der Ball. Ich würde gerne mit dem Kuriminus scoren, das muss ich ja schon zugeben. Jetzt kommen sie alle hier rüber. Verständlich. Ja, der Troll ist so blöd. Das ist auch gut. Da kommt der Blitz gegen Beru. Aber so nicht. So nicht. Das kann der Beru ab. Samurs Rüstung hält, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir hier zwei Orks, die stören. Den einen kriegen wir mit dem Beru so weg, glaube ich. Ja, sehr gut. Bleiben. Und um den anderen kümmert sich Plastiklöffel. This player likes to be well assisted in a fight. Sehr gut. What can you do against a full speed horned opponent? You aim between the eyes. Wir geben den Ball direkt mal an den Kuriminus, oder?
Und zwar übergeben, nicht werfen. Watch for the handoff. The ball is handed off and play continues uninterrupted. Sehr schön. Aufstehen. So, hier haben wir den Mischka, den müssen wir jetzt auch noch mal irgendwie nach vorne bringen. Am besten nach hier. Dann hat der nämlich auch noch... Ach nee, der hätte eh einen Doppelblock gehabt. Okay, der ist frei. Block den mal. Komm, Lesrak, ein Minusblock gegen Ripper. Oh, ist okay. Schieben den. Noch da. Und was machen wir mit ihm? Wir bleiben stehen. Der Ripper kann ruhig mit seinen Bewegungen von 4 mal irgendwo hinlaufen. Ist mir egal. So, jetzt haben wir nur noch den Koriminus. Aber der steht da gerade ganz gut. Deswegen beenden wir den Zug. Der Ripper geht dann auch Richtung Ball, das war klar. Ach, der Troll schafft es auch aufzustehen. Mm, yeah, smells like a good old fashioned fight. Ah, Cartman ist gone. Better watch out. They're murderous little beasts. Okay, das ist schon ziemlich bedrohlich hier, was hier an der Seite ankommt. Ripper noch gegen Buckfish, das gefällt mir auch nicht besonders. Haben wir erstmal den hier. Schieben den auch nur. So, dann haben wir den hier mal. The domino effect in action. Gelähmte Spieler, ist okay. So. Lesrak, Blitz. Läuft. Dann kann der Koriminus nämlich jetzt in die Mitte ausweichen. So, Koalis Aufgabe ist es, den Ripper zu stören. So, ein Buckfish stellt sich mal hier hin. Nee, hier hin. Das ist noch besser. Dann kann er mich Plastiklöffel noch einen Block machen. Sehr gut. Und folgen. Okay. Mein Ballträger in der Mitte des Feldes, das sieht man auch nicht so oft. Hat auch, glaube ich, keine... Ich glaube, ein Feld oder so hat er gut gemacht. Moved right next to a teammate. Come on, guys. Together. Good call. Intimidation is the key. Was one of my strengths when I was still playing.
He won't leave him alone anytime soon. Okay, sehr gut, den Blitz versaut. I've seen mushrooms that look smarter than that. Sehr gut, und der Kohali haut den Feldspieler zu Boden und lähmt ihn. Das ist doch perfekt gelaufen, muss ich sagen. Dafür stellt man ihn neben Big Eyes. So, wenn wir hier ein bisschen rumprügeln. Komm, da muss noch was gehen hier. Mach mal Platz. Look, Twinkle Toes there. Ist alles nur Einser Blocks. Okay, wir machen mal hier ein Feld gut. Der Beru versucht dann hier oben mal sich hier hinzustellen. Safety in numbers. This is going to be decisive. Bleiben. So, Backfisch einmal unten absichern. They're building a cage around the ball here. It's a solid tactic. Ein so Block. Läuft. Perfekt. Folgen. So, und das hat doch eben schon ganz gut geklappt mit dem Troll und dem Koali. Das können wir nochmal machen. Zug beenden. Ein Feld gut gemacht. Der Blitz gegen Plastiklöffel. Yeah. That's gold-plated brutality right there. You can always trust a black orc to bring the pain. With arms like... Oh, Koali ist verletzt. Ist nicht gut. Keine langfristigen Auswirkungen. Das gefällt mir dann schon besser. Gut, diesmal hat es dann nicht gegen den Troll funktioniert. Sehr schön. Er schafft's leider. Okay. Drache. Komm, Mischka, holen einen auf den Maul. Bleiben. A little air for the ball carry. Bleiben. Ja, Backfisch ist die einzige bei uns im Team, die noch keinen Block hat. Macht sich jetzt bemerkbar. Apparently wizards call that kinetic energy. Schwer jetzt hier irgendwie was zu machen, das, weil ich bin nach hinten jetzt offen für den Ripper. Nicht so gut.
Ich glaube, ich gehe mal hier raus. Stell mich nach hier. Mach den Pass auf. That's a good economical pass. Dann ist nämlich der Aufstieg des Corriminos auch gewährleistet. So, der hat auf jeden Fall, der Beru, jetzt gegen drei Orks schwer. Und auch Backfisch steht jetzt gleich hier ziemlich dämlich, aber gut. Irgendwas ist immer. Ja, Ripper steht auf. Da ist der Blitz. Oh nein, auch noch vom Troll gegen Backfisch. Und wir verlieren den Ball und hoffentlich nicht Backfisch. There's no harm in making a block on the ball carrier. Well, actually, you can do a lot of harm. That's kind of the point. Hat er jetzt den Ball gefangen? Das ist doch nicht wahr. Jetzt hat der scheiß Troll den Ball. Oh Gott. Nein, nein, nein. 17% Chance und der schafft das. Ganz davon ab, dass er auch seinen Saublödwurf und so schaffen muss und so. Ach, so eine Scheiße. Stärke 5 ist das Gott sei Dank nicht der Starspieler-Troll. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Leute. Ein Troll mit Ball. Just getting born. So, hier aufstehen. Der muss dringend weg. Der muss dringend weg. Nein! Und noch K.O. Also jetzt geht das Ding, das Spiel den Bach runter. Das Spiel geht den Bach runter, Leute. Jetzt müssen wir aufs Unentschieden spielen, weil ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch hinkriegen. Der einzige positive Effekt ist, dass der Troll es wahrscheinlich nicht in die Endzone schaffen wird. Das wird ein Unentschieden. Oh Gott, ist das scheiße. Nee. Und nur wegen diesem verpatzten Go for it in der Halbzeit 1, wisst ihr das noch? Meine Güte. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. Jetzt prügeln die Orks hier auf uns ein. Wir können nichts dagegen machen. So, jetzt geht der... Oh. That player is about to get punched above and below the belt at the same time. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2... Ne, er schafft das niemals in die Endzone mit dem Ball. Aber wir haben auch immer noch das, die Möglichkeit, dass er den Ball übergeben kann. Das ist natürlich auch scheiße. Hm. Aufstehen. Unity is strength. Wir haben auch keine guten Blockergebnisse momentan. With fists flailing, he's following up, hoping to get the knockdown next time. Gott. Ich mach wieder hier. Computer macht wieder Scheiße. Great. Greased balls would struggle to dodge through that defensive lineup. Now that's a real mess. Alles liegt hier an Beru jetzt, den Troll davon abzuhalten, zu weit zu laufen. Komm, der Eloridas, versuchen wir auch mal hier daneben zu. Put some pressure on the ball carrier. Move quicker.
Ist das ärgerlich. Also das Unentschieden ärgert mich jetzt echt ein bisschen. Früher Verlust von Blood Scorpion. This player likes to be well assisted in a fight. War auch nicht gerade hilfreich. It's like peeling an onion. Remove the layers before you get to the good stuff. He won't leave him alone anytime soon. Gleich unsere letzte Zug. Himself blocks. That's really risky. Das wäre es gewesen, wenn wir im Defensivblock den Ball geholt hätten. I mean the ball carrier go. Yeah. Noch einer K.O. Au, 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 au. So, letzter Zug für die Nerdpol Chaos Squad. Irgendwo ein verzweifeltes Manöver nochmal machen oder so. So, einen Einserblock kriege ich hin hier mit dem Mischka. Machen wir das doch mal. Balls, Jim. They're going for the ball. They've left the ball carrier exposed. There could be a counter strike. Ja, wenn das jetzt nicht mein letzter Zug wäre. Es kommt auch keiner mehr in die Endzone. Alles zu weit weg. Vielleicht kriege ich noch einen Pass hin. Nice catch. Now go on, buddy. Ah ne, der hat ja schon geblitzt, dann kann er keinen Pass mehr haben. Na gut, dann einmal nach hier hinten, möglichst weit weg. So, und dann haben wir unser Unentschieden. Ziemlich sicher. Das war ein Scheißspiel. This is going to be decisive. That player went down like a sack of snotling unmentionables. Some defensive pressure gathering. They're gathering around that lone player, like halflings round a sandwich. Plastikmuffel ist gelähmt und das war's. Puh. Jo. Lestrak hat trotzdem seinen Aufstieg geschafft, weil er Starspieler geworden ist. Immerhin, ein Gutes an diesem Spiel. Okay. Gehen wir mal rein. Schauen mal. Ach ja, und Koriminos hat ja auch den Pass geworfen. Ah, sehr gut. Dann Koriminos hier, Aufstieg. Ein Pasch. Ich denke, das ist noch ein weiterer Ausweichen-Blocken-Spieler wert hier. Und der Lesrak. Auch ein Pasch. Aber beim Chaoskrieger, ich weiß nicht. Gibt's da irgendwas Geiles bei Geschicklichkeit für Chaoskrieger? Ausweichen, ne. Nicht für einen Chaoskrieger. Abrollen eventuell.
Mal passen. Nee. Mutation. Ich denke, auch der kriegt Knochenbrecher. Alles klar. Gut. Leider ein Unentschieden, Leute. How do I look in HD, Bob? A whiter shade of pale. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Quali. Tschüss.